So, kommt her. Ich krieg euch schon alle. Schade, dass es hier noch keine Achievements gibt. Ich hätte gerne so einen Erfolg für 1000 Skelette getötet oder so. Da sollte ich ja dann irgendwann mal rankommen, wenn ich hier die ganzen Gräber platt gemacht habe. Hat einen guten Moment abgepasst, um zurückzuschlagen. Muss ich ihm lassen. Also die KI ist so vom Timing her nicht schlecht manchmal. Das haben sie schon nicht schlecht gemacht in den Patches. Aber ist halt auch aus den Patches gekommen. Das ist dann in Ruhe nachgearbeitet worden. Aber warum nicht? Hauptsache es ist mal gekommen, ne? Soll ja Leute geben, denen das dann immer noch zu einfach ist. So, erstmal wieder hier die Nahkämpfer. Oh, das sind 5 auf einmal. Das ist ganz schön, ne? Und der hier, ist der auch ein Bogentyp? Der hat ja weder Schild noch Bogen eigentlich dabei. So, einmal durch die Masse. Also welche Masse? Durch die gebrechliche Knochenmasse. So. Oh, das ist vielleicht auch nicht so gut. Ich wollte ja nur den Bogenschützen weg haben. Ich wollte ja nur den Bogenschützen weg haben, genau den. Oh, geh, lauf. Hat da gerade einer mit Magie nach mir geworfen? Steck die scheiß Magie weg! So. Das fand ich ja so spitze in Gothic 1 war das, glaube ich. Da habe ich im neuen Lager gestanden und Magie rausgepackt. Und da sagt Kronos zu mir, steck die Magie weg. Was ist das denn für ein Spruch? Steck die Magie weg. Und das von einem Magier, ne? Ich meine, von irgendeinem unterbelichteten Banditen würde man das ja erwarten, aber von Kronos? Gut, Kronos ist auch nicht so mein Liebling. Habt ihr vielleicht schon mitgekriegt, wenn ihr das Let's Play aufmerksam verfolgt habt? Kronos war nicht mein Liebling, sagen wir es mal so. Er ist ja nicht mehr. So, erstmal hier die ganzen Bogenschützen zum Nahkampf bewegen. So, noch den einen hier. Ach, den haben wir jetzt auch schon. Dafür hat ein anderer wieder seinen Bogen ausgepackt. Wunderbar. Ich liebe es ja so sehr. Wenn die Bogenschützen weg sind, dann geht das schon ein ganzes Stück angenehmer hier. Na, lässt du mich wohl mal. Mit dir spiele ich später. Wo ist denn der Bogenschütze? Ja, ich habe es gerade gesehen. Daneben. So, wir müssen erstmal die ausradieren. Dieses Pack. So, dann können wir einfach mal fröhlich in die Masse reinschnetzeln. Ach, da hat keiner mit einer Magie hier rumgeschleudert, sondern das waren Glühwürmchen oder sowas offenbar. Irgend so ein effekthascherisches Mittel. Soll wahrscheinlich für Atmosphäre sorgen, ich weiß es nicht. Was? Immer noch einer mit dem Bogen? Das ist doch nicht dein Ernst. Wo kommt der denn jetzt schon wieder her? Das kannst du da keinem erzählen, dass der hier noch mit dabei war. What? Was ist denn jetzt passiert? Nein. Komm. Machst du mal bitte. Krieg ich bitte mal wieder ein Bild? Ach ja. Da hat es mir aus irgendeinem Grund gerade das Spiel zerschossen gehabt, beziehungsweise es ist ja irgendwie in die Taskleiste runtergerutscht. Und als ich es wieder hochholen wollte, war es einfach nur noch schwarz. Naja gut, dann musste ich jetzt halt vom letzten Schnellspeicherpunkt, der blöderweise ganz am Anfang dieses Grabes fast war, nochmal nachspielen. Ich habe jetzt versucht, so ungefähr in die Ecke zu kommen, wo ich vorhin war. Also ein paar Skelette sind jetzt noch im letzten Raum hier, die werden wir uns jetzt noch vornehmen. Und dann hat sich die ganze Sache auch, es sind aber nicht mehr so viele, also ich habe jetzt gerade schon einiges weggeschnetzelt gehabt. Und habe es diesmal gleich in der Vorkammer gemacht und bin nicht wie vorhin, oh, komm jetzt ruckel nicht so bitte. Oh, jetzt ruckelt er sich ein ab, das ist ja nicht zu fassen, hier, ich werde da bescheuert. Danke. Sehr schön. Du darfst ihn auch noch tot machen, ja. Und bin ich wie vorhin schon wie so ein Berserker einfach in die Kamera reingestürzt. Das war ja vorhin ein bisschen kritisch gewesen. Vor allen Dingen dann, als hier das Ganze runtergegangen ist, das Spiel. Das war natürlich ein bisschen blöd dann. Diesmal war es ein bisschen besser. Diesmal habe ich nicht ganz so viel Leben gelassen und musste nicht ganz so viel Fleisch fressen. Was der Kerl schon für eine Wampe haben müsste, unser Held. Der hat wahrscheinlich auch einen heldenhaften Stoffwechsel, ich weiß es nicht. Wobei aufs Klo geht er ja auch nicht.
Der muss schon tierischsten Druck haben. An allen Ecken und Enden. Nicht wahr, kleine Fleischschwanze? Du schaust dir das Ganze gemütlich aus sicherer Entfernung vom Boden aus an, ne? Würde ich auch machen, wenn ich könnte. So, haben wir es jetzt. Wundervoll. Ich brauche einen Dietrich. Natürlich brauchst du einen Dietrich. Wieso habe ich keine Dietriche mehr? Was ist das denn für eine Schlamperei? So, jetzt sehe ich sogar mal was hier oben. Ist das nicht schön? So, Nebelgeist. Wunderbar. Viel Gold. Noch wunderbarer. Und dann können wir noch... Nein, ich möchte nicht das Skelett ausnehmen. Ich möchte an den Runensockel. Danke sehr. Ah, dort kann man etwas hineinstecken. Ganz neue Erkenntnis. So, dann machen wir mal... Geht doch. Bergs Grab fertig. Kriegen ein bisschen was aufs Jagdgeschick noch. Und damit sind es nur noch zwei Gräber, die wir uns schnappen müssen. Halt, falsche Karte. Ach so, dadurch, dass ich jetzt das Spiel neu starten musste wahrscheinlich. Hier, Ahnengräber. Genau, das andere ist hier oben. Ich glaube, da kommen wir am besten, wenn wir gleich von hier aus nach Norden laufen. Das wird wahrscheinlich am ehesten sinnvoll sein hier. Wahrscheinlich sinnvoller, als wenn wir jetzt erst uns zum Schmieddingens, zum Hammerclan zurückbegeben. Denke ich mal so. Sah jetzt auch nicht wirklich kürzer aus von da aus und ich denke mal, da wird dann wieder irgendwie ein Berg im Weg sein oder so. Jetzt sind wir ja wenigstens schon mal auf einer leicht erhöhten Position. Vielleicht nützt uns das ja in irgendeiner Art und Weise. So, und jetzt sind auch mal die Ripper hier dran. Wobei, die Höhle muss ja nicht auf dem Berg sein, ne? Das muss man ja mal dazu sagen. Die kann ja auch irgendwo in einer Ritze sein. In irgendeiner Arschritze eines verdammten Berges hier. Was mir gerade in den Sinn kommt, wir sind noch gar nicht auf der Suche nach Xardas gewesen. Das sollten wir dann vielleicht auch mal angehen. Irgendwann mal. So mit. Hi Ripper. Wie viele von euch gibt's denn hier? Ist ja irgendwie Familienfeier oder so? Irgendein Happening. Oder gab's hier Eintritt umsonst für euch? Ripper's Night? Zwei Cocktails umsonst für jeden Ripper? Nach 23 Uhr? Och süß, das kleine Miezi, wie es mich angefaucht hat. Ich lasse euch mal, ja? Ja. Die lassen sogar wirklich von mir ab, wenn ich sie in Ruhe lasse. Ist das nicht schön? So wünsche ich mir das für jedes Gegnerchen, für jede Bestie, für jedes Tier. Wo sind wir denn eigentlich gerade? Ich müsste eigentlich mal irgendwie nach rechts kommen. Hier geht's aber bergab. Da drüben ist schon wieder ein Clan. Okay. Ich weiß nicht, ob wir auf dem Berg... Ach, wisst ihr was? Scheiß drauf. Ich kann ja mal speichern hier oben, falls wir es dann doch von hier oben ausprobieren wollen. Aber jetzt erstmal würde ich sagen, stürzen wir uns in den Tod. Ah, ja. Ui, das hat doch ein bisschen Leben gekostet. Ganz überraschend natürlich. Hätte ja niemand ahnen können. So. Und dann müssen wir ja so ein bisschen nach Osten auch wieder. Ich glaube, es hätte uns nichts gebracht, da oben zu bleiben und da oben rumzukrebsen. Ich glaube, wir müssen schon hier runter. Vielleicht finden wir das Grab jetzt mal auch in... Oh, hi! In adäquater Geschwindigkeit. Oh, wie ich es hasse, wenn du durch den Gegner durchschlägst. Ja, toll, super. Geh mal hin zu ihm, Mensch. Ja, gegen Gegner mit großer Reichweite zu kämpfen, ist der letzte Scheiß, ich weiß. Ins Leere. Du darfst ihn auch treffen, Mann. Du darfst auch mal auf ihn einschlagen. Oh, du nervst mich, Junge. Du nervst mich ohne Ende. Schön, dass du auch mal wieder triffst. Schlag doch mal mehr zu. Schlag doch mal treffsicherer zu. Oh, komm. Vorne hat es besser geklappt. Das ist echt scheiße hier. Das ist echt shit. Komm schon. Ja, fick dich. Fick dich einfach nur. Steh bitte auf. Steh bitte auf. Ich möchte nicht... Trink. So, und weiter geht's. Komm schon.
Jetzt mach ihn nochmal platt, bitte. Schaffst du es dann noch? Ach, weißt du, du gehst mir echt auf den Zeiger, Typ. Du gehst mir so dermaßen auf die Nerven. Das kannst du keinem erzählen mit dir. Dann machen wir es halt mit der Armbrust. In die Fresse, genau. In die Fresse. So hast du es verdient. Ach. Das ist doch schlimm. Ich habe einen Troll mit einer Armbrust besiegt. Das muss mir mal einer nachmachen. Zeig mal, wo steckt denn der Pfeil? Nirgendwo, ist verschwunden auf einmal. Wie durch Zauberhand. Ach, nee, das ist echt schlimm hier. So, wo musste ich denn hin? Der hat mich total aus dem Konzept gebracht. Ich glaube, da wollte ich hin. Wie gut, dass wir so viel Fleisch haben. Was würde ich nur ohne das ganze Fleisch machen? Das wäre schon schrecklich. Da müsste ich ja ständig nur Heiltränke benutzen. Wo es doch so schon so rar gesät ist damit. Oh! Das sieht mir nach Schattenläufer aus. So, da würde ich sagen, schauen wir erstmal in der näheren Umgebung nach Schattenläufern, oder? Denn ich wüsste nicht, was sonst solche Blutkleckse auf den Boden zaubert. Außer einem sehr, sehr in Architektur bewussten Schattenläufer. Deko-bewusst, nennen wir es mal so. Deko-wütig. Diese Höhle sieht gut aus. Diese Höhle sieht aus, als ob wir darin finden, was wir suchen. Ja, ich wusste es doch. Jetzt komm, mein Bester. Zeig, was du kannst. Leider nicht viel, ich weiß. Die sind einfach viel zu schlecht hier, die Schattenläufer. Die sehen auch gar nicht angsteinflößend aus, finde ich. Ja, der hat den Anstein, wunderbar. Anstein von Baldar im Magen des Schattenläufers. Es ist ja so, wenn man in Gothic 1 oder Gothic 2 auf einen Schattenläufer getroffen ist, dann hat man vor allem am Anfang des Spiels so dermaßen die Beine in die Hand genommen, da hast du ja ein Herzkasper gekriegt, wenn du sowas getroffen hast. Hier, gut, am Anfang würde ich es ja auch nicht unbedingt bekämpfen wollen, aber ich meine, mittlerweile ist es ja nur noch Kanonenfutter, so ein kleiner Schattenläufer. Ne? Genauso Kanonenfutter wie die Kerle hier. Aber das ist schon wieder so viel Kanonenfutter. Da könnte es schon wieder anstrengend werden. Ja. Nix da. Aber bislang noch keine Bogenschützen, seltsamerweise, habe ich gerade so festgestellt. Das waren alles Nahkämpfer. So, klickern wir uns mal durch die Gegend. Vielleicht mal den hier drüben, jawohl. Das sieht gut aus. Die anderen halten Abstand. Sehr pietätvoll. Das ist freundlich. So lässt sich das angenehm kämpfen. So, und der letzte noch. Da fliegt sein Arm durch die Gegend, sein Schwertarm. So, zeigt mal, was ihr könnt. Wie viele sind's denn? Oh doch, jetzt habe ich irgendwo eine Bogensehne gehört, glaube ich. Ein paar lassen wieder ab von mir, das ist richtig so. Oh, das war blöd. Ja, ist gut. Kommt ran, Jungs, kommt ran. Dann eben nicht. Dann kämpfen wir halt so weiter. So, jetzt bist du dran. Der Kopf ist schön geflogen. Hat eine gute Flugleistung erzielt. Sind ja auch relativ aerodynamisch. So. Du hast da was... Ganz ehrlich, wo steckt dieser Pfeil drin? Was hat es bei dir durchbohrt, dass da ein Pfeil in dir steckt? Wenn er zwischen den Rippen liegen würde, müsste er irgendwann rausfallen. Machen wir uns gar keine Gedanken drüber. Ich sollte mir über Logik keine Gedanken in diesem Spiel machen. Nope, mein Freund, du wirst mich nicht schlagen. Und da haben wir doch auch schon einen Bogentypen. Holen wir uns den erstmal. Zack. War wohl nichts mit hier schießen und so, ne? Hä? So. Es sind ja doch ein paar. Aber irgendwie sind die verdammt anstandsvoll. Die halten so viel Abstand. Kommt mir so vor zumindest. Jetzt nicht mehr, aber gerade eben. Ja, ist gut.
ich hätte es nicht beschreien sollen. Ach komm. Ja, jetzt nehmen wir uns noch. Ja. So viel dazu. Bitte einmal einen Trank genießen. Bitte einmal ein Stück Fleisch essen. Sehr gut.